Ich habe selbst nicht dran gedacht, aber es ist soweit. Ich habe die ersten Teile des neuen Essence-Sortiments 2024 bereits hier. Einige bereits getestet. Wir haben Tops, wir haben Flops. Und ich bin gespannt, wie das Endergebnis aussieht. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe wirklich nicht dran geglaubt, dass es so schnell geht. Ich musste so ein bisschen was umbasteln an meinen Videos, denn ich glaube, am Montag habt ihr erst das Ich zeige euch, was es Neues gibt Video von Essence gesehen. Das habe ich gedreht, da wusste ich noch nicht, wie schnell ich an die Produkte komme und eigentlich sollte das Video auch erst Freitag online kommen. Nun gut, manchmal passieren Dinge, die passieren und da weiß ich dann auch nicht mir anders zu helfen, als einfach mehr Videos hochzuladen als üblich. Freunde, wir haben das neue Essenssortiment hier und ich bin wirklich gespannt auf einige Produkte. Ich verrate euch auch, wie ihr schon an die ersten Produkte kommen könnt. Es war nämlich so ein bisschen, ich hab ja immer so ein paar kleine Vögelchen überall. Und die Vögelchen zwitschern mir sehr häufig sehr viele Dinge. Was sie gezwitschert haben, seht ihr heute. Aber wir haben hier ein paar Produkte drin, die ich absolut gar nicht verstehe und die wirklich sehr, sehr spannend sein könnten. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Heute ist Sonntag, ich bin gut drauf. Ich freue mich sehr auf dieses Video. Ich würde vorschlagen, wir verlieren auch gar keine Zeit und tüpfen direkt rein. Eine kleine Bitte habe ich. Ich weiß, dass das Essence-Team dieses Video sehen wird. I love you. Wir brauchen eine neue Foundation. Wir brauchen sie. Ein Tinted Moisturizer mit Glow. Ruft mich an. Es ist jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Update fast ohne ein richtiges Base-Produkt. Auch bei Catrice. Wo sind die Base-Produkte? Wir brauchen Base-Produkte. Was wir bekommen haben, ist das hier. Und das ist der Magic Filter. Den hatte ich euch ja schon in einem Kurzvideo gezeigt. Ich habe ihn jetzt in zwei Farben hier. Einmal den Magic Filter Glow Booster in Light und in 20 Medium. Kommen in diesen recht schmalen Glasflakons. Hier sind 14 Milliliter drin. Das ist so die Hälfte ungefähr von diesem hier. Der wird ja natürlich schon wieder als Alternative zu gehandelt oder als Alternative zu dem von e.l.f. oder dem von Catrice. Ich habe ihn schon getestet und es ist so ein Zwischending. Er ist näher an diesem hier dran, als Catrice an diesem hier dran ist. Denn hier sind 14 Milliliter drin mit einer leichten, weich gezeichneten Deckkraft und Textur. Die Deckkraft ist wirklich fast verschwindend gering. Ich nehme jetzt mal die Farbe 10. Die ist nämlich farblich ein bisschen besser. Ich sage euch auch gleich warum. Wir haben eine sehr weiche Textur, unparfümiert. Du riechst nur ein bisschen das Produkt. Sehr, sehr glowy auf der Hand, wenn es konzentriert ist. Die Textur ist aber schon fast ein bisschen gelig. Also nicht so wie eine Foundation, sondern eher wie so ein Haargel, wenn ihr es so vielleicht da verstehen könnt. Die Deckkraft ist verschwindend gering. Also was sie macht, es ist sehr viel Glow ins Gesicht bringen. Und auch ein sehr schöner Glow, ein sehr feiner Glow, ohne grobe Glitzerpartikel, allerdings ohne wirklich Deckkraft. Das hätte ich mir ein bisschen gewünscht. Das hat Catrice sehr, sehr gut gemacht. Die hatten in ihrem Soft Glam Fluid Filter ein bisschen mehr Deckkraft drin. Auch der von e.l.f. hat ein bisschen mehr Deckkraft, dass man den wirklich als Foundation-Alternative tragen kann. Ich trage den jetzt mal kurz hier nur punktuell auf. Ist jetzt nicht die richtige Farbe. Der hat weniger Glow, aber der hat deutlich mehr Deckkraft, sodass man das als Alternative nehmen kann. Ich finde aber, der von Essence ist eine gute Alternative, um ihn als wirklich als Primer zu benutzen oder um ihn als Grundlage für ein anderes Produkt zu benutzen, weil der einfach einen wunderschönen Glow hinterlässt. Er wird auch so ein bisschen sticky, also so ein bisschen klebrig, sodass er sehr gut als Primer funktioniert. Make-up darüber hält sehr, 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 sehr gut und deswegen trage ich auch gleich eine Foundation oben drüber, weil es einfach sonst zu wenig Deckkraft ist. Mittlerweile habe ich ja schon recht viel Erfahrung, was diese Hollywood, Glam, Soft, Radiant, wie auch immer sie alle heißen, Filter, Produkte, wie die funktionieren und was der Vorteil von einigen ist und was vielleicht der Nachteil von anderen ist. Ich finde, dass der von Essence eher als Primer funktioniert. Ich würde den nicht alleine tragen, weil der hat sehr viel Schimmer mit drin, beziehungsweise sagen wir es auch, der hat sehr viel Glow mit dabei und so wenig Deckkraft, dass es sehr schnell aussehen kann, als hätte man ein bisschen zu viel Highlighter vielleicht im Gesicht. Deswegen misch den mit einer deckenden Foundation. Ich hab ihn gestern beispielsweise mit der neuen von Art Deco gemischt. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt nehme ich einfach noch ein bisschen Concealer und blende das Ganze aus. Wenn man so viel Glow hat, braucht man im Gesicht ein paar Punkte, die wieder ein bisschen matter sind. Sonst sieht es einfach
meiner Meinung nach immer so ein bisschen komisch aus, wenn ihr wisst, was ich meine. Auch hier, ich weiß nicht, ob ich es hier schon gesagt habe, doch das habe ich in dem Video gesagt, was ich euch am Montag gezeigt habe, dass das Sortiment-Update, was jetzt von Catrice rauskam, ein Großteil meiner Meinung nach eher zu Catrice gepasst hätte vor 2 Jahren. Mittlerweile ist es ja auch so, dass Essence viele Produkte rausbringt, die sehr beliebt sind und Catrice eher so diese Klassiker-Produkte rausbringt, aber ab und zu dann auch wieder so ein verrücktes Produkt. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, wie sie das jetzt aufgeteilt haben. Nichtsdestotrotz, es ist ein gutes Produkt. Es verträgt sich nicht mit allem. An einigen Stellen habe ich hier gerade so ein paar kleine Würstchen. Das finde ich jetzt persönlich aber nicht ganz so schlimm. Und der Glow ist drauf. Farblich passt es gerade nicht ganz so. Ich bin im Moment wirklich sehr, sehr blass geworden. Aber das wird vielen, wirklich vielen sehr, sehr gut gefallen. Und zwar sind das die Baby God Blushes. Die kommen in einer sehr und sehr bekannten Verpackung. Ich habe sie in 2 Farben. Pinkalicious und Dusty Rose. Ganz wichtig, bevor ich es am Ende vergesse. Ich habe sie online bei DM bestellt, aber in die... also dass sie in der Filiale gepackt werden, weil die meisten Filialen haben die Produkte schon vor Ort, haben sie aber noch nicht rausgestellt. Sobald sie aber im Laden sind, also in der Filiale sind, können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sie einpacken und euch geben. So habe ich das gestern auch gemacht. Hat sehr, sehr gut funktioniert. Nach 2 Stunden konnte ich meine Bestellung abholen. Unter anderem auch diese Blush Wands. Der Unterschied zu den am Original oder von den original inspirierten Produkten ist, ihr habt hier ein Löchlein, wo das Produkt rauskommt. Das heißt, wenn ihr drückt, kommt so ein kleines Würstchen mit raus. Irgendwann wird der Schwamm mit Sicherheit gut gesättigt sein. Ich habe das schon getestet. Pinkalicious ist ein sehr, sehr schöner pinker Ton. Dusty Rose gefällt mir fast noch ein Stückchen besser, weil der eher so ein bisschen, ja, neutraler ist. Ich trage den heute mal hier nur auf einer Seite auf. Ihr könnt ruhig ein bisschen mehr nehmen, Tatsache. Auch da war ich am Anfang so ein bisschen vorsichtig, weil ich nicht ganz wusste, wie pigmentiert die sind. Dadurch, dass sie so auf Wasserbasis sind und sehr, sehr leicht deckend sind, ihr aber trotzdem diese Farbe habt, färbt ihr eigentlich eher nur die Foundation ein und habt so ein schönes, wässriges Finish auf der Haut, was dann gut wegzieht und einen satten Glow hinterlässt, ohne Schimmerpartikel. Ich weiß, dass viele Blushes mit Schimmerpartikeln nicht mögen, es hat sich aber auch wirklich gut mit allen anderen Produkten vertragen. Das ist jetzt sehr, sehr pigmentiert, sehr, sehr viel Blush. Ich mache es natürlich so, dass ihr es dann auch sehen könnt. Ich gehe jetzt noch ein bisschen in Pinkalicious hier mit rein. Und ihr seht es auch, ne? Also es blendet sich so ein bisschen ins Nichts. Das ist nicht mit Schimmer. Das sind matte Töne oder nicht mit Schimmer versehene Produkte. Weil so richtig matt sind sie auch nicht. Mit Pinkalicious gehe ich hier vorne noch mal ein bisschen rauf. Und dann nehme ich mir einfach meinen Schwamm und blende hier einfach noch mal so ein bisschen rüber, damit ich nicht zu viel Blush habe. Sehr, 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 sehr schöne Textur. Auf der anderen Seite will ich gleich noch einen anderen Blush benutzen. Wo ich nicht so ein großer Fan von bin, das bin ich aber auch nicht von allen anderen Alternativen dazu, sind diese Highlighter, Liquid Highlighter. Ich bin eh kein großer Fan von Liquid Highlightern, weil die oft die Foundation zersetzen. Die Farbe ist sehr, sehr schön. Ich habe sie in Sassy in Silk. Das ist ein sehr seidiger Ton, so ein bisschen in die Champagnerfarbe. Das Problem bei Liquid Highlightern ist, dass sie oft die Foundation zersetzen, zu viel aussehen können. Deswegen arbeite ich wirklich nur mit meinem Finger. Ich würde niemals mit dem Applikator jetzt hier in mein Gesicht gehen. Du kannst es punktuell so ein bisschen auftragen. Brauche ich im Prinzip jetzt aber auch nicht, ne? Ich habe ja schon so viel Glow in meinem Gesicht. Auf dem Augenlid sieht es bestimmt auch sehr schön aus. Aber ja, da seht ihr schon, ne? Da verschiebt es dann gleich die Foundation. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber das passiert bei so, so vielen Liquid-Highlightern. Deswegen bin ich damit immer sehr vorsichtig. Ich würde eher die Blushes nehmen als den Highlighter. Highlighter gibt es meiner Meinung nach andere Alternativen. Nichtsdestotrotz, aber schön, dass die Produkte jetzt auch von Essence da sind, weil sie natürlich einfach super günstig sind. Aber auch hier, das sind keine 1:1 Abklatsche von anderen Produkten. Das ist so ein bisschen die Essence-Version von. Und das kann man so ein bisschen unterscheiden, auch im Finish und auch im Tragegefühl. Der Glow Booster ist schön als Grundlage, eher in Kombination mit einer deckenden Foundation, gemischt vielleicht ganz gut. Alleine ist mir das zu viel, im Gesicht zumindest. Hier auf dem Dekolleté kann ich es mir bestimmt sehr, sehr gut vorstellen im Sommer. Das ist aber schon mal so ein bisschen die Base, gefällt mir aber gut, ne? Ich klinge so negativ gerade, fällt mir auf, will ich gar nicht sein. Das sind wirklich gute und spannende Produkte. Eine Sache, die muss ich jetzt hier aber schon wieder, da müssen wir kurz drüber reden. Es gibt ja diese Color-Changing-Dinge.
ihr kennt meine Meinung zu Color-Changing-Produkten. Und jetzt haben sie hier den Color-Changing-Lipstick rausgebracht. Nicht nur, dass er Color-Changing ist, sondern es ist auch noch Meta, Cyber, irgendwas. Der sieht aber schön aus. Der hat so ein, das sieht schon fast aus wie Plastik. Sehr, sehr, also es ist durchsichtig, hat so ein paar Flocken mit drin, so holographische Flocken. Das ist natürlich ein Color-Changing-Produkt. Sehr leicht, sehr glossy. Ja. Ja. Ich habe ihn jetzt einfach mal mitgenommen. Die DM-Mitarbeiterin hat gesagt, es gibt davon auch noch einen Lippenstift. Das ist aber ein sehr subtiler Color Changer, ne? Also normalerweise werden die ja so hot, hot pink. Das ist nur ein ganz leichter. Er fühlt sich aber sehr, sehr gut auf den Lippen an. Aber alle Achtung, ich habe noch ein Produkt und das ist jetzt schon mein Favorit aus dem neuen Update, bevor ich überhaupt alle anderen Produkte gefunden habe. Zeige ich euch gleich. Ich bin jetzt mal ganz leicht mit ein bisschen Puder hier auf meiner anderen Gesichtshälfte lang gegangen, denn es gibt neue Blushes. Auch hier habe ich erst zwei gefunden und zwar sind das die Blush Crushes. Packaging super süß, hinten ist es sogar ein bisschen anders abgesetzt. Das Fännchen ist, glaube ich, gelb. Ich habe sie in zwei Farben, einmal in Caramel Latte und einmal in Deep Rose. Ich swatche euch beide mal. Deep Rose ist so ein klassischer Blushton, würde ich jetzt mal sagen. Sehr zart, geht auch hier leicht in die Kissengesprächsrichtung. Ich habe das gesehen und dachte mir, wow, ich habe so einen Blush gesucht. Karamelllatte. Der hat Schimmer mit drin. Der ist schon fast braun. Und das ist ein Produkt, wo ich glaube, dass man den als Hybridprodukt anstelle von Bronzer und Blush dieses Produkt benutzen kann. Das will ich jetzt unbedingt mal probieren. Ich gehe mit einem großen, fluffigen Pinsel hier rein. Der ist schimmernd, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig erstmal. Arbeite auch hier wieder an meiner Hand. Ach nein, falsche Seite. Und tupfe das hier rauf. So einen ganz schnellen kleinen Stippling-Bewegungen und habe sofort die Farbe drauf. Ohne, dass du jetzt denkst, so, was ist es? Ist es Bronzer? Ist es Blush? Ist es Contour? Sondern das ist ein Produkt aufgetragen in einer unglaublich erwachsenen, ruhigen Farbe. Schaut euch das an. Es ist kein Bronzer, aber es ist auch kein Blush. Und es ist vor allen Dingen auch kein Highlighter. Aber der ist so perfekt von der Farbe, dass ich sagen würde, okay, den könnte ich mir jetzt auch hier so ein bisschen auf meine Stirn setzen. Aufs Auge, an der Nase entlang. Und ich sehe aus, als wäre ich gerade im Urlaub gewesen. Seht ihr das? Es ist natürlich jetzt super viel Glow. Vergesst das bitte nicht, ne? Wenn ich jetzt eine mattierte Base hätte und dann nur dieses Produkt, diese Farbe, hier auftragen würde. Schaut mal im Vergleich, ne? Das ist pinky, das ist so ein bisschen frisch. Das ist Karamell-Latte-Make-up. Oder wie hieß das? Coffee-Make-up, Latte-Make-up, irgendwie so. Unglaublich schöne Farbe. Habe ich mich sehr drauf gefreut. Es gab mal vor, vielleicht gibt es ihn immer noch, ich weiß nur nicht, wie die Farbe heißt, von MAC, eine Farbe, die so super grau-braun, schon fast so ein bisschen schmutzig aussah. Das ist der perfekte, die perfekte Farbe, wenn ihr ein schnelles Make-up haben wollt, vielleicht ein bisschen Concealer, ihr wollt nicht noch einen Bronzer, noch einen Highlighter, noch einen Blush, noch dies, noch das, noch jenes, zack, diese Farbe, perfekt. Und mit einem sehr, sehr großen Pinsel gehe ich da jetzt rein und setze mir das auch gleich hier auf mein Lid. Und das ist, ich sage es euch, wie es ist, das ist Sommer in einem Blush. Schaut euch das an. Super tanned, super sunny, super holiday. Das ist so süß. Das ist so, hi, ich bin hier, ich bin fancy. Der Schimmer ist so fein und so subtil, dass man ihn gut benutzen kann. Ich hab's gehofft. Das war die Bestätigung gerade. Ich habe ihn noch nie benutzt vorher. Wir probieren jetzt aber trotzdem nochmal die andere Farbe hier. Einfach, um noch ein bisschen mehr Farbe wieder reinzukriegen. Das ist die Deep Rose. Um es ein bisschen aufzuwärmen. Schaut euch bitte das an. Diesen Bereich hier. Blush, Bronzer, 10 von 10. Nehmen wir jetzt nochmal ein Microfiber Multitool Mini und gehe mit ein bisschen von diesem Huda Beauty Easy Bake hier lang, um einige Stellen wieder so ein bisschen aufzuhellen. Ja, okay. Gewinner Nummer 1 aus dem Update bisher. Es gibt auch noch drei andere Lippenprodukte, die ich mitgenommen habe. Einmal
Metaglow. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der das so in der Konzentration tragen würde. Das ist der Metaglow Multi-Reflective Lip Gloss. Auf den ersten Eindruck würde man denken, dass der ähnlich ist wie meiner aus der Galaxy, aber die Schimmerpartikel hier sind deutlich konzentrierter. Und das seht ihr gleich. Die Farbe ist Cyberspace, klassisches Essence Packaging, flaches Füßchen. Also das ist so viel, das sieht aus, als hätte ein Einhorn auf meine... Nee, das kann ich nicht sagen. Ihr wisst, was ich sagen will. Der ist sehr konzentriert. Wunderschöne Farbe auf einem schwarzen Liquid Lipstick. Mit Sicherheit super nice. Auf dem Auge so als Eyegloss. Grandios. Aber es gibt Eyeglosse aus dem Essence Update. Das ist sehr, sehr viel. Meiner Meinung nach ein bisschen zu viel an Glitzer. Ist nicht meins, ne? Aber ich bin nicht, nochmal, ich bin nicht das Maß aller Dinge. Das muss ich mir oft sagen und das muss ich hier auch natürlich nochmal erwähnen. Nur weil es mir persönlich nicht gefällt, ist es nicht meins. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir sind alle so im selben Alter oder teilweise noch ein bisschen älter als ich, ne? Also wir haben ja wirklich, meine Community ist 35 bis 80 ungefähr. Weniger jüngere Leute, ne? Es sind eher erwachsene Leute. Essence ist ja eher die Marke, die eher so ein bisschen die jüngere Zielgruppe ansprechen sollte. Jeder kann kaufen, was er oder sie möchte. Das ist nicht so meins. Es gibt aber, und die finde ich sehr spannend, die The Slim Sticks. Das sind schmale Lippenstifte, die bis zu 6 Stunden halten sollen. Ich habe mich jetzt hier für die Farbe Velvet Punch entschieden. Ihr könnt es rausdrehen. Ich swatche einmal kurz. Sehr cremig. Sehr deckend. Sehr deckend. Wirkt auch fast schon so ein bisschen matt. Soll jetzt aber nicht extra matt sein. Gibt es in vielen verschiedenen Farben. Das ist eine sehr erwachsene Farbe. Sehr erwachsen. Auch in Kombination, ne? Schaut euch diesen Vergleich jetzt an, ne? Dieses warme und dann dieser kühle Lippenton. Sieht sehr, sehr schön aus. Aber Freunde, es tut mir leid, ich muss auch den jetzt wieder abnehmen. Denn es gibt ein Produkt und ich hatte es schon wieder vergessen, dass es mal so ein Produkt von Huda Beauty gab. Erinnert ihr euch noch daran? Das war 2018, muss das gewesen sein. War das wirklich rauf und runter gehypt. Und ich habe dieses Ding vergöttert. Es gab aber ein Problem mit diesem Produkt. Nach vielleicht einem Monat, ist das Produkt umgekippt und es hat geschmeckt wie Brottrunk. Ich schwöre auf Brottrunk, ich möchte es trinken und dann ist es vorbei. Aber dieses saure, vergorene auf den Lippen war unausstehlich, sodass ich diese 28 Euro einmal im Monat hätte neu kaufen müssen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, das ist es nicht wert. Das muss nicht sein, das will ich nicht. Jetzt kam Essence ums Eck und hat etwas rausgebracht. Und das ist der Wahnsinn. Und natürlich weiß ich nicht, wie sich das Produkt jetzt in einem Monat verhält, weil ich das seit 48 Stunden habe. Aber wisst ihr, was ich meine? Das ist mir egal bei einem 3-Euro-Produkt oder bei einem 28-Euro-Produkt. Das macht aufs Jahr gesehen, das macht nicht nur aufs Jahr gesehen, das macht auf den Tag gesehen einen riesengroßen Unterschied. Das ist der The Super Balm Glossy Lip Treatment mit Vitamin E und Shea Butter. Eine Lippenpflege mit glänzendem, feuchtigkeitsspendenden Effekt. Das sieht so ein bisschen perlmuttig aus. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt in der Verpackung. 5 Milliliter sind mit drin. Das Füßchen ist sehr, 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 sehr groß. Und jetzt schaut euch meine Lippen an. Ich habe so ein paar kleine Lippenfältchen. Es riecht ganz, ganz, ganz zart nach Kokosnuss. Du brauchst nicht viel. Das hat diesen zarten Gloss-Effekt auf den Lippen. Dieses zarte, reflektierende, perlmuttige, was du aber auf die Lippe aufgetragen kaum siehst. Das Einzige, was du merkst, ist, es fühlt sich an wie eine super pflegende Lippenpflege, die aber nicht schmiert. Also, ich habe keine Fädchen. Das schmiert jetzt auch nicht groß auf den Lippen herum, aber dieser Glanzeffekt bleibt. Und das ist unglaublich schön. Und ich bin Essence, danke dafür, weil ich habe es vergessen, weil ich so gefrustet war von diesem Huda Beauty Ding. Aber der Effekt war genau derselbe. Das legt sich wie so ein Film auf die Lippe. Pflegt, spendet Feuchtigkeit und sieht halt dabei super natürlich aus. Das ist Platz 1. Platz 2. Die anderen Sachen, bin ich gespannt, wie die anderen Produkte aus dem Sortiment sind. Ich glaube, ihr habt es am Anfang gemerkt, ne? Das sind ja schon wieder 25 Minuten her. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft von diesen Magic Filter Produkten und von den, die Blush Bonds sind gut, von diesem Magic Filter Ding.
Da hätte ein bisschen mehr Deckkraft reingemusst, meiner Meinung nach. Ich bin gespannt, wie ich das in den nächsten Wochen nochmal in mein Make-up implementiere, ob es mit vielen verschiedenen Foundations funktioniert. Aber sobald ihr die Möglichkeit habt, Karamell-Latte ist der Wahnsinn. Also, falls ihr nicht abwarten konntet, so wie ich, dann habt ihr vielleicht die ersten Produkte schon bei euch zu Hause. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf Teil 2, wenn alle anderen Produkte dann auch verfügbar sein werden. Darauf freue ich mich ganz besonders auf den Primer, auf die Eyeglosse. Da bin ich so ein bisschen pessimistisch, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ihr süßen Mäuse, startet gut in den Tag. Verlasst diesen Tag sehr, sehr gut. Je nachdem, wo ihr gerade seid, wann ihr das Video schaut, fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.